Seid gegrüßt, liebe Leute. Sarah Wagenknecht war bei Berlin Direkt zu Gast und hat sich zu den Koalitionsgesprächen in Thüringen geäußert. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was Sarah Wagenknecht zu sagen hat. Ich bin selbst kein Parteimitglied des BSWs, aber sympathisiere sehr mit der Partei und hoffe, dass sie sich in Thüringen nicht zu kompromissbereit gegenüber der CDU geben. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass sie in die Opposition gehen, da die CDU in Thüringen komplett kompromissunfähig ist. Dazu werden wir gleich noch kommen. Wagenknecht wird gleich noch einige Aussagen tätigen. Und dann werde ich euch die Reaktion der CDU darauf zeigen. Also darin sieht man, dass die CDU wirklich kein Interesse daran hat, dass sich in der Politik substanziell irgendetwas ändert, sondern dass die CDU an ihren Posten kleben bleiben will, aber trotzdem nicht bereit ist, dafür irgendein Zugeständnis gegenüber dem BSW zu machen. Und in Saarbrücken sind wir jetzt live verbunden mit der Chefin des BSW. Willkommen im Bericht aus Berlin, Sarah Wagenknecht. Guten Abend. Guten Abend. Frau Wagenknecht, machen Ihre Verhandler in Thüringen und Sachsen gerade die Marke Sarah Wagenknecht kaputt? Nein, überhaupt nicht. Wir haben ja sehr konzentrierte Gespräche gehabt und wir haben in Thüringen ja auch einiges erreicht. Auch in Sachsen zum Beispiel, dass man schon nach dem Ende der Kennenlerngespräche klargemacht hat, eine Regierung, an der wir uns beteiligen, wird keiner GEZ-Erhöhung zustimmen. In Thüringen haben wir gleichzeitig auch gesagt, mehr sozialer Wohnungsbau. Also da sind schon einige. Ja, also dass eine Regierung keiner GEZ-Erhöhung zustimmen sollte, das ist eine Selbstverständlichkeit, die ich von der Landesregierung unter BSW-Beteiligung sowieso erwarte. Was das BSW bei einer Regierungsbeteiligung eher erreichen sollte, wäre eine Reform des Öffentlich-Rechtlichen, zumindest in diesem Bundesland. Zumindest eine Neubesetzung der Rundfunkräte in den jeweiligen Bundesländern, wo man an der Macht kommt. In Thüringen und Sachsen, ich weiß nicht, ob das da der MDR ist, den man dann wo man dann versuchen müsste, auf eine Reform hinzuwirken. Aber das würde ich da schon eher erwarten. Also eine Verhinderung von Rundfunkgebühren ist ja eine Verhinderung, dass wir noch mehr Geld für ja, diese Art der politischen Berichterstattung ausgeben müssen. Also das ist doch eher ein viel zu kleiner Erfolg, als dass man dafür eine Koalition eingehen sollte. Zumal man in Thüringen ja sowieso eine strukturelle Mehrheit im Landtag gegen die Erhöhung von GEZ-Gebühren hat. Also die AfD ist dagegen, das BSW ist dagegen und dementsprechend würde man in Thüringen sowieso eine Erhöhung von GEZ-Gebühren immer verhindern können, egal ob man in der Regierung oder der Opposition ist. Das muss man noch dazu sehen. Also das wäre in Thüringen jetzt nicht mal ein Erfolg, sollte man es da erreichen. Und nochmal zu den Sachen, die das BSW da erreicht hat. Also das, sowohl in Sachsen als auch in Thüringen steht in den Koalitionsverträgen geschrieben, dass man sich an die Schuldenbremse halten will. Und das ist sehr, sehr problematisch, da man so nicht genug Geld für sozialen Wohnungsbau wird freimachen können und da man für die ganzen anderen Dinge, die man auf Landesebene umsetzen will, nicht genug Geld haben wird. Auf Landesebene kann man keine Steuern in relevantem Ausmaß erhöhen. Man kann nicht die Ausgaben in relevantem Ausmaß senken. Das geht einfach nicht, auch nicht durch Bürokratieabbau oder sonst irgendwelche anderen Phrasen, sondern es geht nur durch eine Aussetzung der Schuldenbremse. Und da in beiden Papieren, sowohl in Sachsen als auch in Thüringen, die Schuldenbremse drinsteht, kann man das eigentlich gleich vergessen. Also das BSW sollte in beiden Ländern auf keinen Fall auf Basis dieser Papiere weiterverhandeln, sondern es sollte erstmal die Schuldenbremse da rauskriegen und wenn das nicht möglich sein sollte, dann in die Opposition gehen. Dinge erreicht worden. Allerdings sind auch einige Dinge noch nicht erreicht worden, die für uns im Wahlkampf sehr, sehr wichtig waren, sowohl auf der landespolitischen Ebene als auch bei der Frage von Krieg und Frieden. Und wir müssen ja einfach sehen, Herr Merz hat diese Woche im Bundestag eine Rede gehalten. Wenn man das umsetzen würde, was er gefordert hat, das würde bedeuten, dass Deutschland einen Krieg mit Russland eintritt. Das ist hochgefährlich. Wenn wir mit seiner Partei koalieren, dann muss natürlich deutlich werden, auch für unsere Wählerinnen und Wähler, dass sich die Landesregierung von einem solchen Kurs deutlich absetzen und andere Akzente setzen. Genau, das können wir uns auch gleich noch mal angucken, was Sie gerade ansprechen. Friedrich Merz hat sich diese Woche im Bundestag wie folgt geäußert. Wenn er nicht innerhalb von 24 Stunden aufhört, die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu bombardieren, dann müssen aus der Bundesrepublik Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper geliefert werden, um die Nachschubwege zu zerstören. Also das war die Aussage Richtung Wladimir Putin von Friedrich Merz. Jetzt die Frage an Sie. Glauben Sie ernsthaft, dass Sie diese Position von Friedrich Merz ändern, indem Sie in Thüringen ins Vorwort des Koalitionsvertrages etwas Entsprechendes reinschreiben?
Es geht darum, dass die Länder und die Regierungen der Länder, wir reden ja an drei Bundesländern über eine Regierungsbeteiligung, dass die ihre Stimme erheben und das zum Ausdruck bringen, was ja gerade auch in diesen Bundesländern die große Mehrheit der Menschen möchte, nämlich dass Deutschland nicht in einen Krieg eintritt. Und wir müssen ja einfach sehen, das, was Herr Merz gefordert hat, widerspricht dem, wie sich auch die USA verhält. Also Herr Biden hat aus gutem Grund die Reichweitenbeschränkungen für amerikanische Raketen nicht aufgehoben, weil amerikanische Geheimdienste sagen, das wäre tatsächlich der Eintritt in den Krieg. Und Herr Merz fordert etwas, was die größte Militärmacht der Welt aus gutem Grund nicht tut. Also das ist der blanke Wahnsinn. Und deswegen geht es natürlich darum, diese Debatte zu verändern. Also wir wollen, dass in Deutschland tatsächlich endlich vernünftig diskutiert wird, wie kommen wir raus aus diesem unsäglichen, schrecklichen Ukraine-Krieg. Ja, sehr gute Erklärung. Sehr differenziert von Sarah Wagenknecht hier. Es geht erstmal natürlich darum, dass die Bundesländer ihre Stimme erheben im Außenpolitischen Ausschuss des Bundesrates. Wenn das BSW in genug Bundesländern an die Macht kommt, kann man da tatsächlich was verändern. Beziehungsweise wenn allgemein NATO-kritische Regierungen in Bundesländern an die Macht kommen, würde etwas dauern. Und es geht vor allem darum, das Overton-Fenster zu verschieben. Also die Kriegstreiber wie Friedrich Merz, die verschieben das Overton-Fenster gerade in ihre Richtung, also das Fenster des Sagbaren, und fordern mittlerweile offen einen Krieg gegen Russland. Also nichts anderes war Merz' Äußerung da gerade in diese Richtung. Weisen auch Äußerungen von anderen CDU-Politikern, wir müssen den Krieg nach Russland tragen. Ihr kennt dieses ganze verrückte Zeug. Aber jetzt will das BSW das Fenster des Sagbaren wieder in die andere Richtung verschieben und wieder dafür sorgen, dass mehr über Frieden, mehr über Diplomatie gesprochen wird, damit dieses Thema wieder in den Köpfen der Menschen ankommt, damit dieses Thema im Diskurs wieder hegemonialer wird. Und das ist eine absolut berechtigte, absolut richtige Strategie. Und dass man die Landesregierung dafür nutzt, dafür einspannt, das ist sehr richtig. Und das wäre ein großer Fehler, das nicht zu tun. Also ja. Und da, wenn die CDU da nicht mehr bereit ist, so einen symbolischen Kompromiss zu machen, sich dafür auszusprechen, dass man gegen US-Mittelstreckenraketen ist und dass man für weitere Verhandlungen in der Ukraine und gegen Waffenlieferung ist, wenn die CDU nicht mal zu so einem symbolischen Kompromiss bereit ist, dann ist sie offenbar vollkommen kompromissunfähig und sollte nicht mitregieren. Das ist ja keine Frage, dass das jeden Tag ein riesiges Leid verursacht. Frau Wagenknecht, versuchen wir das noch mal ein bisschen zu konkretisieren. Zum einen waren Sie überrascht darüber, dass Ihre Verhandler gesagt haben, wir klären das noch, aber müssen wir nicht sofort machen. Warum hatten Sie das Gefühl, da muss ich jetzt noch mal sagen, stopp, so geht's nicht? Ja, das ist eine Abwägung. Es ist auch nicht nur, dass ich das gesagt habe. Der Landesvorstand in Thüringen hat das entschieden, weil die Frage von Krieg und Frieden war in unseren Wahlkämpfen eine sehr, sehr wichtige Frage. Und es ist eine Frage, die viele Menschen bewegt. Es gab gerade eine Studie, eine Shell-Studie, wo gesagt wurde oder wo herausgefunden wurde, über 80% der jungen Menschen in Deutschland haben aktuell Angst davor, dass Deutschland irgendwann in einen Krieg hineinkommt. Und gerade die Stationierung auch von US-Mittelstreckenraketen, da gibt es eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die besagt, dass wir damit das atomare Risiko in Deutschland erhöhen. Das ist eine Politik, die wollen wir verändern. Und wir werden auch dafür gewählt, dass wir diese Politik verändern. Ganz genau. Die Wahlen spielen offenbar auch eine Rolle. Ich frage mich immer noch, wie man diese Punkt... Ja, absolut richtig. Absolut richtiges Statement von Sarah Wagenknecht. ...der globalen Politik aus Thüringen heraus regeln will. Ich frage aber trotzdem noch mal... Der Moderator hat ihr entweder nicht zugehört oder er hat ihr seine vorbereiteten Fragen und leiert die jetzt einfach runter. Es geht, wie gesagt, darum, das Fenster des Sagbaren in Deutschland zu verschieben. Weg von dieser vollkommen irren Kriegstreiberei eines Friedrich Merz hin dazu, dass wieder mehr über Diplomatie, über Verhandlungen, über Frieden und Kooperation mit Russland, über eine Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland gesprochen wird und wie man solche Kriege wie den Ukraine-Krieg auch in Zukunft verhindern kann. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass Thüringen jetzt eigenhändig Friedensverhandlungen mit Russland aufnimmt. Also das kann es natürlich nicht. Erste Frage. Wie sieht die Marke Sarah Wagenknecht aus? Katja Wolf, ihre Spitzenkandidatin in Thüringen, hat sich gestern folgendermaßen bei den Kollegen von Zeit Online geäußert. Zitat, Frau Wagenknecht ist auf die Bundestagswahl fokussiert und hat Sorge, dass wir durch unseren pragmatischen Thüringer Stil ihr Wahlkampfkonzept einer klaren Abgrenzung zu anderen... Wie bitte? Was ist denn das für ein Statement? ...Parteien kaputt machen. Haben Sie andere Interessen als das BSW in Thüringen? Nein, das sehe ich gar nicht so, weil natürlich ist Kompromiss... Jetzt mal ganz ehrlich, wie kann man es für eine gute Idee halten,
öffentlich in einem Zeitungsinterview solche Sätze zu sagen wie gerade Katja Wolf. Also es wirkt so, als wolle sie einen parteiinternen Streit anzetteln, weil sie unbedingt regieren will. Aber wie gesagt, das wirkt jetzt nur auf mich so. Vielleicht irre ich mich da. Vielleicht ist das Zitat auch aus dem Kontext gerissen worden. Das wäre ja bei BSW-Politikern nicht das erste Mal, dass man hier im Öffentlich-Rechtlichen Zitat aus dem Kontext reißt. Gehört Kompromiss zur Politik. Aber wenn Kompromissbereitschaft bedeutet, dass man die Dinge über Bord wirft, die man vorher den Wählern versprochen hat, dann ist das genau das Politikmodell, das die Menschen in Deutschland nicht mehr wollen. Wir müssen doch auch das Signal dieser Wahlen verstehen. Die Menschen haben doch kein Weiter so gewählt. Und auch wir sind nicht gewählt worden, um anderen Parteien zu ermöglichen, so weiterzumachen wie bisher, sondern um Veränderungen durchzusetzen. Ganz konkret auf Landesebene, da geht es um Unterrichtsausbildung. Da geht es um innere Sicherheit, aber da geht es eben auch um Corona-Aufarbeitung, aber es geht eben auch um die große Frage von Krieg und Frieden. Und natürlich müssen wir alle Möglichkeiten, wo wir hier Einfluss haben, nutzen, um hier in Deutschland einen anderen Pfad einzuschlagen. Aber dass das am Ende auf Bundesebene entschieden wird, ist doch völlig klar. Aber drei Bundesländer haben hier natürlich eine gewichtige Stimme mitzureden. Aber ist es nicht sozusagen so, dass auch viele Leute sagen, genau die Punkte, die Sie angesprochen haben. Deswegen haben wir zum Beispiel vielleicht das BSW gewählt und die Verhandler haben sich zum Beispiel geeinigt, wir wollen 1800 neue Polizisten einstellen, es soll keine Windräder im Wald geben, es soll... Woher soll das Geld kommen, wenn die Schuldenbremse eingehalten wird? Also das Papier in Thüringen, was dort verhandelt wurde, muss man sagen, ist nur Papier aus Sondierungen, da kann auch was reinverhandelt werden. Das ist wirklich ein einziger Witz. Das ist ein extrem schlechter Kompromiss, den man da zusammen verhandelt hat. Ich nehme jetzt mal das Thema Finanzen. Ich hatte ja vorhin schon angesprochen, dass da die Schuldenbremse drin steht. Und ich lese mal einen Absatz vor. Eine zukunftsfähige Finanzpolitik ist das Fundament für eine handlungsfähige Regierung. Blick auf ein strukturelles Haushaltsdefizit von über 1,3 Milliarden Euro werden wir zügig Maßnahmen ergreifen, um den Landeshaushalt zu konsolidieren und zukunftsfest zu machen, ohne die notwendige Investitionskraft zu gefährden. Unsere Finanzpolitik setzt auf solide Finanzen, die den Anforderungen des demografischen Wandels gerecht werden. Dabei ermöglichen wir Investitionen durch Schaffung von Spielräumen unter Einhaltung der grundgesetzlichen Schuldenbremse, unter anderem durch die Verlängerung der Tilgungsfristen für Notlagenkredite. Ja, was heißt das im Klartext? Konsolidierung der Haushalte, Sparpolitik. Man will sparen, um die Schuldenbremse einzuhalten. Das ist keine Politik, die das BSW irgendwie mitmachen darf. Das heißt, jede Mehrausgabe, jetzt die Einstellung von mehr Polizisten, muss an einer anderen Stelle durch eine Einsparung ausgeglichen werden. Plus Einsparungen, ihr lest es hier, von 1,3 Milliarden Euro. Das ist ein kompletter Kahlschlag. Vor allem in so einem armen ostdeutschen Bundesland wie Thüringen. Das ist ein komplettes Desaster. So etwas darf das BSW auf keinen Fall mitmachen. Also da ist wirklich jede zusätzliche soziale Errungenschaft, jede Stärkung der Verwaltung, alles, was man irgendwie durchbekommt, ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man solche gigantischen Sparprogramme wird durchsetzen müssen. Das scheint den Verhandlern auch irgendwie teilweise selber klar geworden zu sein. Denn hier steht jetzt noch, zusätzlich werden wir die Berücksichtigung finanzieller Transaktionen und eine Weiterentwicklung des Konjunkturbereinigungsverfahrens prüfen. Sprich, man wird Haushaltstricks nutzen. Also man versucht dann, irgendwelche Ausgaben als finanzielle Transaktionen zu labeln und dann wird vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eventuell entschieden, ob das jetzt legal war oder nicht, was man da gemacht hat. Also man sagt, wir halten die Schuldenbremse ein, wir versuchen zu sparen. Und wenn das mit dem Sparen doch nicht so gut funktionieren sollte, dann wursteln wir uns irgendwie durch und nutzen irgendwelche halbseidenen Tricks in der Hoffnung, dass uns das Bundesverfassungsgericht nicht stoppt. Also genau der gleiche Mist, den die Ampel gerade auf Bundesebene macht. Das darf das BSW auf keinen Fall mitmachen. Das muss ich hier ganz deutlich sagen. Das ist eine extrem schlechte Einigung. Also wer so ein finanzpolitisches Kapitel unterschreibt, der leitet die Beerdigung seiner eigenen Partei ein. So etwas darf das BSW nicht mitmachen. Das ist eine absolute Katastrophe. Also, und das ist das, was da jetzt schon drinsteht. Also die Schuldenbremse, die ist anscheinend von der CDU da schon reinverhandelt worden, das ist eine absolute Katastrophe. Die Schuldenbremse muss ohne Wenn und Aber auf Landesebene ausgesetzt werden, wenn das BSW mitregieren will, aber ansonsten keine souveräne Wirtschaftspolitik auf Landesebene möglich ist. Ohne Aussetzung der Schuldenbremse geht es nicht. Ohne Aussetzung der Schuldenbremse sollte man lieber in die Opposition gehen. Ja. Ein Handyverbot an der Schule geben, das ist auch was, was Leute interessiert. Ist aus Ihrer Sicht das der Markenkern? Ja, ein Handyverbot an der Schule, das kann man beispielsweise auch im Landtag beschließen, ohne in der Regierung zu sein. Also wenn irgendeine Minderheitsregierung, egal ob jetzt CDU oder AfD geführt, da an die Macht kommt, dann kann man ja im Landtag trotzdem einen Antrag einbringen, wir sind für ein Handyverbot an der Schule. Und wenn dann CDU plus Linkspartei oder die AfD dann zustimmt,
hätte man trotzdem Handyverbot an der Schule durchgesetzt. Beispielsweise, man kann Dinge auch in der Opposition durchsetzen, erst recht, wenn es auf eine Minderheitsregierung hinausläuft. Also das ist ein Irrglaube, dass man in einer Regierung sitzen müsste, um Dinge durchzusetzen. Zumal man, wenn man in einer Regierung sitzt, die eine vollkommen falsche Politik betreibt, was bei so einer Regierung garantiert der Fall wäre, wie wir gerade aus diesem Finanzkapitel gesehen haben, man als Opposition gegen diese grundfalsche Politik ausfällt. Stellt euch mal vor, in Thüringen, da regiert jetzt eine AfD-CDU-Koalition und die macht eine schreckliche neoliberale Wirtschaftspolitik, die fährt riesige Sparprogramme, die kürzt das Bildungssystem zusammen, die lässt die Infrastruktur verfallen. Könnte das BSW in der Opposition richtig Stimmung gegen machen und alles tun, um das zu verhindern? Es könnte Leute mobilisieren und es würde davon massiv profitieren, da so eine Regierung immer unbeliebter werden würde. Wenn das BSW allerdings jetzt selbst in der Regierung sitzt und so eine Politik betreibt, dann fällt es als Opposition gegen diese falsche Politik aus. Dann hat man als Opposition die ebenso neoliberale AfD, die gegen Sparpolitik überhaupt nichts hat. Also das ist ja ziemlich logisch. BSW, das Thema Krieg und Frieden. Und das wollen Sie für den Bundestagswahlkampf auch möglichst reinhalten? Nein, der Markenkern ist auch, dass wir konkret auf Landesebene Dinge verbessern. Ein Teil der Dinge, die Sie jetzt genannt haben, sind auch CDU-Positionen. Da haben wir gesagt, dem stimmen wir zu. Aber es geht natürlich auch auf Landesebene um eine sehr konkrete Handschrift des BSW. Also die Menschen müssen spüren, dass sich ihr Leben verbessert, dass sich ihr Leben verändert. Da ist einiges erreicht worden. Anderes wird vielleicht noch oder hoffentlich in den Koalitionsgesprächen dann auch konkretisiert. Wir haben zum Beispiel ja auch vorgeschlagen, dass die Bundesländer eine Bundesratsinitiative starten, um Renten bis 2000 Euro von der Steuer zu befreien. Da bewegen sich die anderen noch nicht so hinreichend. Also es gibt viele Dinge, die wir verändern wollen und für die wir gewählt wurden. Und es ist immer eine Abwägung, wie ist das Gesamtpaket. Aber dass wir uns die Frage von Krieg und Frieden und die Absage an die Mittelstreckenraketen nicht wegverhandeln lassen dürfen, das haben wir immer deutlich gemacht. Und das ist einfach die Position, die die Menschen ja auch mehrheitlich teilen und unterstützen in diesen Bundesländern. Zwei Fragen noch mit Bitte um jeweils kurze Antwort. Zum einen, wollen Sie keine Mittelstreckenraketen in Thüringen in der Präambel stehen haben oder in Deutschland? Na, niemand plant, Mittelstreckenraketen in Thüringen zu stationieren. Das ist nach dem 2+4-Vertrag genau. Auch gar nicht ist möglich. Ist mir bekannt. Naja, also in Rostock wird ja auch eine Militärbasis eröffnet, die dem 2+4-Vertrag widerspricht. Also so einfach ist das dann doch nicht. Deswegen ist es natürlich, es geht um die Mittelstreckenraketen, die in Wiesbaden stationiert werden und wo sehr, sehr viele Menschen zu Recht sagen, haben wir das präzisiert, weil Katja Wolf eben auch vom Thüringer Boden sprach. Sie sagen, nein, in Deutschland und das soll im Thüringer Koalitionsvertrag stehen. Die andere Frage, die ich habe, wann können Gespräche weitergehen? Was muss konkret bis dahin passieren? Was muss aufgeschrieben worden sein? Ich hoffe, man einigt sich auf einen gemeinsamen Text, der wirklich ein Signal sendet, auch an die Bundesebene. Es sehen doch inzwischen viele, auch bei der Frage von Krieg und Frieden in der Ukraine. Wir müssen diesen schrecklichen Krieg beenden, aber wir werden ihn nicht beenden durch immer mehr Waffenlieferungen. Hier muss es Druck geben in Richtung von mehr Diplomatie. Und es sollte eben eine klare Positionierung zu diesen Mittelstreckenraketen sein. Das ist das, was die Menschen in Thüringen wollen, auch in Sachsen, auch in Brandenburg. Die Umfragen sind da sehr eindeutig. Und eine Regierung sollte schon das zum Ausdruck bringen, was die Mehrheit der Menschen in diesen Bundesländern wollen. Ganz herzlichen Dank. Ich muss leider Schluss machen. Herzlichen Dank. Danke für Ihre Zeit nach Saarbrücken. Ja, gutes Interview von Sarah Wagenknecht. Also sie hat absolut die richtigen Antworten gegeben. Fragen waren schwach, aber wir sind ja von den Öffentlich-Rechtlichen viel, viel Schlimmeres gewohnt. Deswegen will ich da jetzt auch den Moderator nicht großartig kritisieren. Also er hat sie jetzt versucht, so ein bisschen in die Richtung zu drängen. Du stimmen Sie doch einer Koalition zu. Außenpolitik wird doch nicht in Thüringen gemacht. Aber Sarah Wagenknecht hat natürlich völlig recht. Da muss zumindest mal ein vollkommen klares Bekenntnis gegen Mittelstreckenraketen für Frieden und gegen Waffenlieferungen in den Koalitionsvereinbarungen stehen. Da muss man sich dann auch vor Kriegstreibern wie einem Friedrich Merz distanzieren, ansonsten geht es nicht. Die CDU hat auf diese Äußerung von Sarah Wagenknecht übrigens reagiert, und zwar wie folgt. Mario Vogt hat auf diese Aufforderung, sich von so einer Kriegstreiberei wie von Friedrich Merz zu distanzieren, so reagiert, er hat geschrieben, eine Union und ein Bild zusammen mit Friedrich Merz gepostet. Also eine ziemlich eindeutige Bildsprache. Und auch in allen anderen Zeitungen haben sich CDUler zu Wort gemeldet. Hier hat Thorsten Frey in einem Artikel von der Welt zitiert. Und der schimpft auf Wagenknecht, dass das doch eine absurde Forderung wäre, die Stationierung von Mittelstreckenraketen in der Präambel von einem Koalitionspapier in einem Bundesland zu kritisieren. Und jetzt noch ein anderer Artikel von AfP, CDU lässt Forderung von Wagenknecht nach Distanzierung von Merz abprallen.
Ja, Friedrich Merz ist unser Kanzlerkandidat und auf dem richtigen Kurs für Deutschland stellte die Thüringer CDU im Nachrichtendienst X dar. Also im Nachrichtendienst X, klar. Also es ist ziemlich klar, die CDU ist null kompromissbereit beim Friedensthema. Die CDU will keine Kompromisse. Sie will das BSW auf eine transatlantische Linie bringen. Und sie demonstriert öffentlich, dass sie keine Lust auf Kompromisse hat. Also viel deutlicher kann man das meiner Ansicht nach nicht herausstellen. Ja, ja, also und ich hoffe, dass das BSW sich dann auch nicht über den Tisch ziehen lässt. Also wenn die CDU nicht mal bereit ist, einen Friedenskompromiss da in einen Koalitionsvertrag zu schreiben, wenn sie nicht mehr bereit ist, auf andere zentrale Forderungen des BSWs einzugehen, wenn sie nicht mehr bereit ist, genug Geld in die Infrastruktur zu investieren, wofür eine Aussetzung der Schuldenbremse notwendig wäre. Also ohne Aussetzung der Schuldenbremse geht das nicht. Ihr habt es gerade gehört, strukturelles Defizit von 1,3 Milliarden Euro. Das geht nicht mit Einhaltung der Schuldenbremse. Da muss man so viel sparen, dass die Investition massiv einbrechen würde. Also es wäre ein absolutes Desaster, wenn man versuchen würde, sich daran zu halten. Das ist noch ein anderes Thema. Also das BSW darf nicht in so eine Regierung gehen. Und die CDU, die sagt ja auch immer wieder, wir sind null kompromisswillig. Also die CDU, die ist nicht bereit, dem BSW irgendwelche relevanten Zugeständnisse zu machen. Das muss man hier nochmal ganz deutlich sagen. Also ich habe wirklich nichts dagegen, wenn das BSW mitregieren würde. Das wäre gut, wenn man in der Regierung substanziell was verändern könnte. Aber mit der CDU, das sehen wir gerade, das sehen wir an dem Sondierungspapier, das sehen wir an den Aussagen von CDU-Politikern immer und immer und immer wieder. Ja, substanzielle Änderungen sind mit der CDU nicht möglich.